kommt endlich das neue Gutachten zur Schule. Es wäre schlimm, wenn Moser mit seiner Intrige durchkäme. Die Schule schließen, weil die Gemeinde kein Geld hat, ist doch absurd. So ein alter Hut, Bildung kostet. Mosers Gutachten war sowieso manipuliert, das ist doch klar. Was denn, ein Patient schon? Vielen Dank. Das ist kein Patient. Hallo Anne. Das ist meine Mutter. Hallo oh. Mama. Was machst du denn hier? Ja. Mama, das ist Uli Teschner. Uli, das ist Gabriele Wintersdorf, meine Mutter. Herr Doktor. Ja. Herzlich willkommen. Nicht? Ja. Warum hast du dich denn nicht angemeldet? Dein Vater hat sich mal wieder unmöglich benommen. Und da habe ich den Nachtzug nach Hamburg bestiegen und hier bin ich. Du bist ja auch nicht zu übersehen. Du kennst mich doch, mein Kind. So, das wär's schon. Wann sehen wir uns in 3 Tagen zur selben Uhrzeit? Ich könnte auch abends. Ganz wie Sie möchten. Das ist nicht nötig. Die Massage war herrlich. Meine Schultern sind viel leichter. Aber jetzt mag ich, dass der Schmerz auch hier unten sitzt. Naja, wir haben ja noch ein paar Behandlungstermine. Können Sie mal schauen? Hier. Da? Mhm. Gut, dann ziehen Sie mal das linke Knie zur Nase hoch. Gut. Das ist die autochthone Rückenmuskulatur. Gut, dann kommen Sie bitte zum vereinbarten Termin wieder. Ja. Ja. Sag mal, wie lange habt ihr euch denn nicht gesehen? 2 Jahre seit Patricks Tod. Damals haben wir am Park. Die Zeit vergeht so schnell. Ach, moin. Ach, ist das Ihr Vater? Haben wir Besuch? Nein, das ist Albert Eckholm, ehemaliger Pastor und Bürgermeister. Albert, das ist Frau Wintersdorf, Annes Mutter. Ach, das freut mich. Die Mutter unserer bezaubernden Anne. Herr Eckholm? Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Entschuldigen Sie, dass ich sitzen bleibe. Albert mag Sie. Alles klar? Ach, bitte Sie. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Aber ganz meinerseits. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Kette! Albert, würde es dir was ausmachen, dich um Annes Mutter zu kümmern? Na, ganz im Gegenteil. Dann sag doch bitte Frau Jürgens Bescheid, sie möchte Jeanettes Zimmer herrichten. Sie bleiben doch ein paar Tage, oder? Ja, wenn ich nicht störe. Nö. Was ist denn jetzt schon wieder? Das fragst du noch? Aber das hatten wir doch schon alles. Ich wollte nichts von dieser Frau. Nichts von dieser und auch nichts von der anderen damals. Aber attraktiv findest du sie. Gib zu. Nein, finde ich nicht. Die soll nicht attraktiv sein? Doch schon, aber... Was siehst du? Lass uns heute Abend darüber reden, okay? Was ist denn los mit dir, Kette? Was mit mir los ist? Was denkst du, wenn du hier rumflirtest? Ich hab nicht mit dir geflirtet, das habe ich schon gesagt. Wir sehen uns nachher auf dem Wiesnerhof. Darauf habe ich keine Lust mehr. Kette? Nikolas? Hey. Hi. Dr. Teschner möchte, dass du möglichst schnell einen Termin mit Herrn Wilbeck machst. Mache ich. Ist alles in Ordnung? Wo ist denn Gitte? Die ist sauer. Kennst du euer Temperament? Ja, aber kennst du auch meins? Ich denke schon. Tja, nur Vertrauen tut sie mir nicht gerade. Bauliche Menge. Ja, so heißt es in diesem Gutachten. Ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Schließung der Schule dringend zu empfehlen. Und das war's dann wohl. Bis zum Ende des Schuljahres lassen Sie uns immerhin noch Zeit.
Im Osten Degelsens entsteht doch dieses riesige Neubaugebiet. Wie können die Gutachter da von sinkenden Schülerzahlen sprechen? Und diese baulichen Mängel, ich habe sie noch nicht gesehen. Sie? Da kann man nichts machen. Sie und die Kollegen werden versetzt. Die Schüler müssen längere Wege in Kauf nehmen. Und ich... Naja, das ist der Lauf der Dinge, Frau Herrlich-Peter. Mann, hab ich einen Kohldampf. Oh, das kannst du aber laut sagen. Der ist ja leer. Nichts drin. Keine Würstchen, nur Krabben. Guck mal, wo sind die Nutella, Junge? Wo wohl? Ja, ich mein saubere. Hallo Jungs, was gibt's denn Leckeres zu essen? Ist ja nicht mal mehr Geschirr da. Ja, schon mal was von der Spülmaschine gehört? Moment mal, ja, ich bin ja hier wohl nicht der Einzige in dieser WG. Eben! Na jetzt guck nicht so, wir sind alle dafür verantwortlich. Ja, eben. Also so schlimm ist das ja wohl nicht. Zusammen sind wir doch Mantel drehen fertig. Aber ich hab jetzt Hunger. Ich auch. Also Jungs, erst aufräumen, dann einkaufen. Also, hopp, hopp, hopp. Dieter, weißt du was? Wir holen uns was an der Bude. Genau. Kommst du? Hm. So, hier ist schon mal der Salat. Ah. Aber Herr Pastor. Aber Frau Jürgens, ich hab doch nicht die Kohle da. Wissen Sie was? Mein bester Freund aus der Schulzeit ist auch Pastor. Hm, sehen Sie, Sie haben ihm einen guten Geschmack. Moin, moin. 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 Sag mal, Anne, was stand denn noch in dem Gutachten? Das Gebäude soll in einem schlechten Zustand sein. Was denn für ein Gutachten? Unsere Schule soll geschlossen werden. Wie bitte? Das würde ja bedeuten, dass du arbeitslos wirst. Ach, Mama. Ich bin Lehrerin, Beamtin. Da werde ich höchstens versetzt. Das wäre ja nicht so schlimm. Also für uns wäre es schon schlimm. Hm? Was stand denn nun in dem Gutachten? Außer, dass das Gebäude stark renovierungsbedürftig sein soll, wird behauptet, dass in Zukunft die Schülerzahlen sinken werden. Was? Trotz des Neubaugebiets? Na, da ist doch was faul. Ihr müsst unbedingt ein Gegengutachten erstellen. Der Vater eines Schülers von mir ist Architekt. Der soll sich die Schule mal ansehen. Gut. Und ihr müsst mit Marc Bohm reden. Notfalls schalte ich mich ein. Also mich könnte er sicher auch gebrauchen. Annes Kindergarten würde nicht mehr existieren, wenn ich nicht gewesen wäre. Ach Mama, ich glaube, wir schaffen das auch ohne dich. Der Krustenbraten. Aber Herr Doktor. Oh. Hallo. Laura. Herr Weber. Oh Gott. Das sieht ja hier aus wie... Wie Sauer und Gomorra. Nicht aufregen, ist nicht gut fürs Herz. Eigentlich wollte ich ja nur ein Glas Marmelade vorbeibringen. Selbstgemachte. Nur für Sie. Das ist aber nett. Aber jetzt habe ich ja wohl alle Hände voll zu tun. Nee, Herr Lehrer, das ist unser Zuhause. Das bekommen wir schon ganz gut alleine hin. Ja, das sieht man. Mit zwei jungen Männern. Die Ordenshüter können eben keine Ordnung halten. Nix da, Herr Lehrer. Sie ziehen mal schön wieder Ihre Jacke an und gehen nach Hause. Ja, aber... Tschüss. Nix da. Ich will in Ruhe meine Krabben essen. Tschüss. Mein Gott, was für ein Saustall. Ich wollte sowieso gleich wieder gehen. Welche Gegend ist das hier? Hallo, Mama. Hallo. Ach, übrigens, wegen der Schule. Ich dachte gerade, man müsste eine Bürgerinitiative gründen. Naja, ja, jeder vernünftige Mensch ist doch gegen eine Schulschließung. Wir kriegen das schon hin, Mama. Ja, manchmal ist es auch ganz gut, wenn sich jemand von außen um die... Du hast dich in den letzten Jahren doch auch noch um meine Angelegenheiten gekümmert. Das war dir doch ganz recht. Ich finde es auf jeden Fall völlig daneben, dass du dich nicht bei Papa meldest. Ja, dazu sehe ich keine Veranlassung. Dann tue ich es. Untersteh dich. Er soll sich melden. Was ist eigentlich los mit euch? Was los ist, was kann ich dir sagen? Seit er endlich in Rente ist, interessiert er sich nur noch für sein Bogenschießen. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, ich gehe da noch mal ein bisschen los. Ach, denk dran. Eckholms Tochter kommt heute Abend und wir machen ein kleines Fest. Auch das noch.
Hat sie gesagt, wie lange sie bleiben wird? Oh, solange sie es für nötig hält. Ihr habt nicht drüber gesprochen? Ihr solltet das klären. Wieso denn klären? Sie weiß doch, was sie will. Das wird schon. Ja. Das wird. Klar. Das wird schon. Genau. Was hat's denn offenbar? Keine Ahnung, ich hab Hunger. Ja. Mach halt. Das Lamm ist Ihnen vorzüglich gelungen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Danke. Lieblingsessen meines Mannes. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ach, Sie sind also die Frau des Bürgermeisters, der die Schule schließen will. Ex-Frau. Ach so. Also man hätte das doch alles voraussehen können. Ihr hättet die Schule attraktiver machen müssen, sodass gar nicht erst jemand auf die Idee kommt, die Schule zu schließen. Das kannst du doch gar nicht beurteilen. Also so viel weiß ich. Der Konkurrenzkampf hat längst die staatlichen Einrichtungen erreicht. Bitte. Die Schule hat einen sehr guten Ruf. Ja, das mag ja sein, aber die ökonomischen Zwänge sind heute oft einfach stärker. Ich finde, es reicht jetzt. Hallo. Guten Abend. Hallo, Gitte. Entschuldigung. Wart mal, Gitte. Entschuldigt mich bitte. Was ist denn los? Ich muss telefonieren. Hol uns dann noch ein bisschen Wein. So kenne ich unsere Anne gar nicht. Da verstehen wir uns ja sogar noch besser. Wir? Wir haben uns doch schon immer gut verstanden. Ja, klar. Man muss ja nicht jeden Abend bei seinem Freund sein. Naja, manchmal schon. Niklas ist in letzter Zeit so... So was? Naja, so seltsam. Weißt du, wenn du glücklich bist, kann er doch trotzdem, also möglicherweise, unglücklich sein. Aber ich bin in ihn verliebt. Ja, ja, aber... Naja. Aber nicht glücklich. Anne, was ist eigentlich los? Deine Mutter meint es doch nicht böse. Sie soll aufhören, sich in mein Leben einzumischen. Das tut sie doch nicht. Ach nein? Sie quartiert sich hier ein. Sie übernimmt die Haushaltsführung. Sie gibt Tipps, ohne danach gefragt zu werden. Sie weiß einfach immer alles besser. Mein Gott, so sind Mütter nun mal. Freut mich, dass du auf meiner Seite bist. Anne. Anne, das bin ich. Das weißt du auch. Sag mal, war das früher bei euch zu Hause auch schon immer so? Sie hat gestichelt und du bist abgehauen? Nein. Ja, ich weiß es nicht. Du weißt,
weißt doch, wir Ärzte geben erst auf, wenn wir alles wissen. Also komm. Damals, als mein Mann gestorben ist, da hat sie überhaupt keine Geduld gehabt. Kein Mitgefühl, nur Durchhalteparolen. Und ich habe einfach ein bisschen Ruhe gebraucht. Und Zeit, als wir mal zusammen am Grab standen, da meinte sie, du findest sowieso einen anderen, der besser zu dir passt. Da hat's gekracht und ich bin abgehauen. Ist das zu verstehen? Sowieso war kein Mann hier gut genug für mich. Nee. Komm. Wir schaffen das schon. So, Laura, nun ist aber gut. Wir müssen alle ins Bad. So, Sven, jetzt sag du doch auch mal was. Das geht schon seit 10 Minuten so. Was ist denn hier los? Ja, Laura ist im Bad und kommt nicht raus. Sie ist doch noch immer da rausgekommen. Du bist doch derjenige, der da Stunden zubringt. Ja, ich hab ja auch die Mischhaut. Außer muss ich gleich zum Dienst. Wir rasieren uns in der Küche. Moin. Guten Morgen. Morgen. Ist Frau Jürgens nicht da? Nein. Ich habe ihr gesagt, sie braucht jetzt heute Mittag zu kommen. Aber sie wollte doch das Frühstück machen. Ja, also so einen großen Unterschied wird das ja nun nicht machen. Setzt euch. Ist das alles? Ich meine, gibt es keinen Kaffee, keine Wurst, kein Käse? Na, nicht bei mir. Ab heute leben wir gesund. Wie lange wollten Sie bleiben? Sollten Spaß sein. Ja. Hi. Hi. Und, hast du einen schönen Abend gehabt? Ja, ich bin ausgeritten. Ist das okay? Du kannst machen, was du willst. Ja, du auch. Schön. Gitte, kannst du mir endlich mal sagen, was eigentlich mit dir los ist? Mit mir? Da ist ja eher irgendwas mit dir los. Du hast doch ein Problem mit mir. Naja, ich habe das Gefühl, dass du mir nicht wirklich traust. Aber natürlich tue ich das. Weißt du, eigentlich wollte ich dich fragen. Wenn du nächstes Mal so eine hübsche Patientin hast, da kann ich ja dabei sein. Bitte was? Na, das spricht doch nicht dagegen, oder? Doch, allerdings. Siehst du, du willst dich anbaggern lassen. Pakete, es reicht jetzt. Ich will einfach nur in Ruhe meine Arbeit machen. Ich will einfach nur in Ruhe meine Arbeit machen. Weißt du was? Das kannst du haben. Ich kündige. Hi. Hallo. Das war eben... Gitte, ich weiß. Kleinen Augenblick noch bitte. Was ist denn los bei euch? Sie hat gekündigt. Was? Entschuldige. Praxis Brenner. Ja, Moment. Na und? Wie sieht's aus? Was sagen Sie als Architekt zum baulichen Zustand unserer Schule? Also, soweit ich feststellen kann, ist das Gebäude weitgehend in gutem Zustand. Also keine gravierenden Mängel? Ja. Momentan würde ich sagen, nein. Das ist doch kaum zu fassen. Also wegen baulicher Mängel kann man die Schule jedenfalls nicht schließen. Das wäre absurd. Damit ist ja der erste Teil des Gutachtens schon mal... mangelhaft. Genau. Die im Rathaus können sich warm anziehen, das sage ich Ihnen. Ich mein Kleiner. Bisher habe ich das immer allein geschafft, ne? Ach, du, so schlimm ist das gar nicht. Gib mir doch mal den 12er. Jo. Was ist denn los? Du, mein Bauch rummort so. Ah, ja, kenn ich. Geht Ines auch einmal im Monat so. Boah, ich hab nicht meine Tage. Sag mal,
sieht aber gar nicht gut aus. Soll ich dich nicht lieber zum Arzt bringen? Das geht gleich wieder. Nee, das geht nicht gleich wieder. Und das wird auch nicht von alleine gut. Komm, los. Mann. Ich weiß auch nicht, was mit Gitte los ist. Ich erkenne sie gar nicht wieder in letzter Zeit. Ich kenne sie fast nur noch so. Aber es gibt doch auch gute Momente zwischen euch. Entschuldigung, geht mich ja nichts an. Wir sind doch Freunde. Ja, das sind wir. Du könntest den Spieß umdrehen. Du meinst eifersüchtig sein und ausflippen? Nein, danke. Auf dem Wiesenhof gibt's immer eine Menge Jungs, die Gitte gerne anmachen würden. Und ich soll ihr deine Szene machen? Warum nicht? Warum bist du denn nicht früher gekommen? Ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Oh. Zieh dich an. Wahrscheinlich hast du eine Lebensmittelvergiftung. Ich war die ganze Zeit beschäftigt mit Aufräumen, Putzen und mich ärgern. Ich dachte, es geht von alleine wieder weg. Oh. Bei uns geht es im Moment auch drunter und drüber. Ach ja? Mal wieder drunter und drüber. Pass auf, du musst darauf achten, dass du genügend trinkst. Also Elektrolyte zu dir nimmst. Ich schreibe dir hier eine Lösung auf. Das heißt, es ist eigentlich Quatsch. Ich habe noch Hausbesuche, dann nehme ich dich mit. Und auf dem Weg fahren wir an der Apotheke vorbei. Danke, Dr. Teschner. Ich danke. Oh Gott, der schon wieder. Nanu? Moin, Herr Weber. Moin. Ich benötige nur ein Rezept. Das müssen Sie noch unterschreiben. Zu Befehl. Herr Weber? Die Polizisten machen Sie krank, stimmt's? Herr Weber, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Oder meinen Sie, ich habe einen Polizisten gegessen? Sie haben sie vergiftet? Klar, Sven und Dieter haben mich vergiftet. Die sind Giftmischer. Nein, besser noch Mörder. Mörder? Okay. Fahren wir? Ja, natürlich. Na, das ist mir noch nie passiert, dass der Doktor mir nach Hause fährt. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ah. Moin. Sag mal, was ist eigentlich los in eurer WG? Naja, es ist etwas schwierig. Es weiß keiner so richtig, wann er dran ist. Wie, wann er dran ist? Na, mit Putzen. Ach so, wann er dran ist mit Putzen. Na, du in deinem Zustand auf keinen Fall. Komm, das kläre ich. Pass auf. Und zack. Hast du gesehen? Komm her, zwischen meine Beine. Ja, pass auf. Komm. Durch, Isa. Wir wieder Geld dran. Dann holen wir uns noch einer. Machen wir ein Wettrennen. Jawohl. Und nochmal durch. Ups. Sagt mal, sonst geht's euch noch gut, oder? Entschuldigung. Fezi hat das Teil im Internet ersteigert. Ein Dienstwagen. Wie alt seid ihr eigentlich? Hm? Ist ja auch egal. Kümmert euch um eure Mitbewohnerin. Sie hat eine Lebensmittelvergiftung. Moin. Moin. Wirklich? Ja, deswegen ist sie auch immer schlecht gewesen. Sorry, das haben wir doch nicht gewusst. Ja, ich auch nicht. Ja, aber das musst du uns trotzdem sagen. Was hast du nur als letztes gegessen? Komm, der Doktor hat gesagt, wir sollen uns um sie kümmern. Ja, aber ein bisschen aufpassen, was sie isst, muss sie schon selber. Guten Tag, Herr Bohm. Herr Kranz. Guten Tag. Ehrlich, Peter, ich sag's ganz ehrlich, das passt mir heute überhaupt nicht. Ich hoffe nur, Sie verschwenden hier nicht meine Zeit. Nun ja, nein, das hoffen wir natürlich auch. Ohne triftigen Grund hätten wir Sie ja kaum hier gebeten. Ja, also, worum geht's denn? Wir verlangen, dass in Sachen Schulschließung ein Gegengutachten erstellt wird. Ich verstehe ja, dass Sie nicht glücklich darüber sind, dass wir... Weil dieses Gutachten möglicherweise nicht objektiv ist. Was soll das heißen, nicht objektiv? Ja. Das soll heißen, dass es mangelhaft ist, unseriös. Bei allem Respekt. Was ist zum Beispiel mit dem Neubaugebiet? Wurde das überhaupt in das Gutachten mit einbezogen? Das kann ich so jetzt nicht sagen. Allerdings kostet ein neues Gutachten natürlich wieder Geld. Ja, und kein neues Gutachten kostet Sie Ihre Glaubwürdigkeit als Bürgermeister.
Sie können ja selbst entscheiden, was Ihnen wichtiger ist. Den Gutachter kenne ich noch aus Studienzeiten. Ist ein guter Mann. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass so eine Schule verdammt viel Geld kostet. Ne? Geld, das die Gemeinde sehr viel besser in den Tourismus investieren könnte. Du hast das Gutachten tatsächlich manipulieren lassen. Ja, was für ein böses Wort. Nein, sagen wir so, wir haben die Fakten auf den Punkt gebracht. Hast du dir mal überlegt, was das für Dinkelsen bedeutet, wenn die Schule geschlossen wird? Für die Schüler, für die Eltern, für die Lehrer. Alle sind erstmal gegen das Neue, ne? Das Menschliche. Menschlich. Dann wirst du jetzt mal erleben, wie menschlich ich sein kann. Du solltest nicht vergessen, dass du derjenige warst, der das Gutachten in Auftrag gegeben hat. Und so würde das dann gegebenenfalls auch in der Presse erscheinen. Setzen Sie sich doch. Hallo, meine Liebe. Was trinken? Ja. Stellt euch das mal vor. Das Gutachten war vermutlich manipuliert. Kranz und ich haben heute mit Bohm geredet. Hey, dann bin ich mal gespannt. Wenn der Moser sich da mal nicht zu weit vorgewagt hat. Solchen Geschäftsleuten kann man normalerweise überhaupt nichts anhaben. Also ich würde mich da nicht zu früh freuen. Danke für deinen Optimismus, Mama. Ich zieh mich dann mal um. Ich gehe noch was arbeiten. Ja. Sag mal, hast du eigentlich heute Morgen gar nicht gefrühstückt? Ich hatte heute komischerweise keinen Appetit, Mama. Na, die beiden sind nicht gerade ein Herz und eine Seele. Das ist deine uralte Geschichte, Albert. Und das Schlimme ist, sie reden nicht darüber. Ja, aber Gabriele ist eine sympathische Frau, nicht? Die gut nach Dickinson passt. Aber nicht in unser Haus, Albert. Naja, das vielleicht nicht. Du bist dran. Du hast versprochen, mit mir auszureiten. Ja, aber doch nicht jeden Tag. Warum nicht? Wäre doch schön. Schade. Aber vielleicht hast du heute Abend Zeit. Na, wie wär's? Sag mal, was soll denn das hier? Was denn? Jetzt tu mal hier nicht so unschuldig. Hey, reg dich ab, Mann. Lass meine Freundin in Ruhe, klar? Ist ja gut. Nikolas, was ist denn hier los? Hast du Spaß, wenn er dich anbaggert, oder was? So ist es doch gar nicht. Nein? Sieht er nicht gut aus, oder was? Doch. Na, siehst du? Das ist doch egal. Egal. Das soll egal sein. Weißt du was, Gitte, das kannst du alleine machen. Sollen wir vielleicht noch was trinken gehen? Nein. Komm. Das kann ich doch nicht so kalt lassen, nach über 40 Jahren Ehe. Entschuldige, ich habe auch mein eigenes Leben. Wie wollt ihr das eigentlich hinkriegen, wenn keiner von euch beiden nachgibt? Ja, das wird sich zeigen. Und wenn nicht? Dann bleibe ich eben hier. Wie, du bleibst hier? Ja, das Haus ist groß genug. Und Uli wird erst überhaupt nicht gefragt. Mama, ich will dir mal was sagen. Zu Hause, da kannst du rumkommandieren, hier nicht. Aha, du kommst also nicht mehr zu uns, weil du meinst, ich kommandiere andere herum. Genau das suchst du. Nach Patricks Tod habe ich dir sehr geholfen. Mama. Du hast mir sogar vorgeschrieben, wie ich zu trauern habe. Anne. Wenn du abgereist bist, dann komme ich wieder. Anne, bitte. Immer ist sie so empfindlich. Möglicherweise hat sie einen Grund. Naja, es gibt eben schwierige Phasen zwischen Mutter und Tochter. In Wirklichkeit geht es doch hier um was ganz anderes. Ich habe was mit einem anderen? Na, offensichtlich. Aber was denkst du denn? Hübsche junge Frau scherzt mit jungen, gut aussehendem Mann rum. Was würdest du denn denken? Ich weiß es nicht. Ich bin ja mit dir zusammen. Ach, das ist ja interessant. Du vermutest doch sonst gleich hinter allem irgendwas. Ich habe nur das gemacht, was du sonst machst. Und du meinst, ich bin misstrauisch? Ich wollte dir nur mal zeigen, wie das so ist. Du wolltest mir nur was zeigen?
Ja, wie es sich anfühlt, wenn einem was unterstellt wird. Du meinst, heute war gar nicht echt? Ich bin ja nicht wie du. Vorsicht, heiß. Oh, danke, Dieter. Und? Geht schon wieder besser? Ja, die Tabletten scheinen zu wirken. Kamillentee. Ach, danke, das ist so lieb von euch. Brauchst du noch was? Esst ihr mal, lasst euch von mir nicht stören. Gut. Oh. Da. Gibt doch nichts Schöneres als so ein gutes Abendessen im Freien. Ja, Spiegeleier und Krabben drauf. Jo. So, und wenn uns jetzt noch jemand Brot besorgt hätte, dann hätten wir so ein richtiges Lotsenfrühstück. Weißt du, das macht man da unter. Ja, ja. Ist lecker. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, du, ich brauche mal deine Hilfe. Habe ich mir doch sowas gedacht. Wenn Gabriele gleich kommt, dann musst du so tun, als würdest du es nicht gerne haben, was ich zu dir ziehe. Ne? Wieso so tun? Das ist doch auch so. Oh, komm. Komm, was ist denn los? Anne und Gabriele sollten nicht in einem Haus wohnen. Und das müssen wir Gabriele irgendwie beibringen. So, gleich gibt's Abendbrot. Wir haben gerade ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Na, ich habe mich gefragt, ob ich zu Inken ziehe, wenn es hier einmal nicht mehr geht. Ja, und? Oh, ich denke, bei Inken wäre ich gut aufgehoben. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Ich liebe meinen Vater wirklich. Er ist der beste Vater der Welt. Und ich freue mich immer, ihn zu sehen. Aber zusammen wohnen möchte ich mit ihm nicht. Was? Das würde einfach nicht gut gehen. Sam, ich bin's, Dieter. Mach wieder auf. Nein. Nee, bitte, sofort. Ich muss... Mal. Ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Jetzt kollabier nicht gleich, mir geht's auch beschissen. Ach. Dieter? Soll ich Dr. Teschner anrufen? Gerne. Ja. Das kannst du auch nicht machen, dich einfach ausklicken. Ich kann mit der Frau nicht unter einem Dach leben. Es könnte doch sein, dass sie gar nicht weiß, was sie falsch gemacht hat. Sie will es doch gar nicht wissen. Gut, sie ist anstrengend und nervend, aber das ist doch ein Versuch wert. Ach. Weißt du, du musst ihr sagen, was dich so verletzt hat. Ist es so schwer? Uli, du siehst doch, wie sie ist. Uneinsichtig und dominant. Ach komm, vielleicht ist es nur ein Zeichen von Schwäche. Ja, Teschner? Was? Naja. Es ist doch völlig normal, dass man nach einem solchen Vorfall den Kühlschrank räumt. Wir haben ja auch alles rausgenommen. Ja, und dann aufgefuttert. Nee, das konnte ja keiner ahnen. Nein. Nur Laura hat sich ja auch schon daran den Magen verdorben. Ja, dann ist es doch fahrlässig, dass sie das nicht wegräumt. Ich konnte doch gar nicht. Wir brauchen einen Putzplan. Sowas hat sich in WGs durchaus bewährt. Schon mal gehört davon? Moin. Moin. Persönlich, in aller Frühe.
Was brauchst du denn diesmal? Bin ich so durchschaubar? Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Vielen Dank. Weißt du, die Sache ist die. Wir haben einen Gast zu Hause. Das ist also keine Bitte. Das ist ein Notfall. Hab schon gehört, Annes Mutter. Ich vermute, das ist ein Besuch, den ihr nicht mehr bei euch zu Hause haben wollt. Na, so direkt würde ich das nicht formulieren. Aber wenn du eh schon alles weißt, wieso komme ich eigentlich her? Das war nur so eine Ahnung. Woher hast denn die? Keine Ahnung. Ordnung ist das halbe Leben. Bitte nicht noch ein Lehrerspruch. Sie werden noch an meine Worte denken. Die kann ich mehr. Sie haben meine Hilfe bitter nötig. Ich werde mich in Zukunft um den Müll kümmern. Ja, und ich hab's nicht mehr. Und ich behalte den Kühlschrank im Auge. Sie sehen, Ihre Hilfe wird nicht mehr gebraucht. Moment, Moment. Ich habe noch eine kleine Delikatesse mitgebracht. Aus dem Feinkostladen. Sehr leicht. Krabbe. Jetzt aber raus. Sie wollen uns wohl vergiften. Aber ganz schnell. Komm her. Auf. Geh zu. Ach, die Jacke. Und die Mütze. So, tschüss, ich gehe. Sehr verwundert. Und jetzt? Glotze. Ja. Katrin sagt, für Annes Mutter haben Sie noch 3 Zimmer. Das war wunderbar. Und wir hatten gestern einen netten Abend mit Inken. Na prima. Da müssen wir Gabriele nur noch vom Wiesnerhof überzeugen. Die Aufgabe übernehme ich. Na Gott sei Dank. Und Ihre Entscheidung? Ich werde ein zweites Gutachten in Auftrag geben. Was? Ja. Dann wäre das hier geklärt. Ist doch vollkommener Wahnsinn. Kostet alles viel zu viel Geld. Dankeschön. Gern geschehen. Aber man wird sehen, ob die Schule wirklich geschlossen werden muss. Wiedersehen, Herr Moser. Na, wie haben wir das gemacht? Gut. Entschuldigung. Ist schon gut. Wie konntest du dich darauf einlassen? Das nächste Gymnasium liegt gerade mal 10 Kilometer entfernt. Du wirst ab sofort in dieser Sache nichts mehr unternehmen. Das liegt jetzt auf meinem Tisch. Alles klar, Herr Bürgermeister. Was für ein wunderschöner großer Hof. Zurzeit haben wir 25 Pferde hier. Tatsächlich. Wir haben auch ein Gästezimmer. So? Ja, also, wenn Sie mögen. Ja. Kannst mir ja mal anschauen. Man soll ja seiner Tochter nicht zu sehr auf die Pelle rücken, finden Sie nicht? Na, das ist doch eine prima Lösung. Ich meine, so für uns alle. Ja. Und mein Plauderstündchen mit Albert kann ich ja trotzdem haben. Anne wartet auf ihrem Boot. Ach ja? Danke. Anne? Mama? Darf ich mal an Bord kommen? Ja, natürlich. Komm. Setz dich. Ich wollte mich entschuldigen. Ich bin hier einfach so aufgekreuzt und habe euer Leben durcheinander gebracht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du dich auf diese Art in mein Leben einmischst. Also, ich werde jetzt erst einmal auf dem Wiesnerhof wohnen. Das haben Albert und Uli ausgeheckt, stimmt's? Glaub mir, ich wollte dich nicht vertreiben. Hast du aber. Weißt du? Du zuerst. Weißt du, dass ich noch nie auf diesem Schiff war? Ja, aber vergiss nicht, du wolltest das Boot deines Schwiegersohnes nie betreten.
Komm, ich zeig's dir. Moin! Moin! Na, ganz alleine? Mhm. Und, warst du gestern noch auf dem Gießnerhof? Ja. Und ich hab dich mit dem Typen überrascht. Ach. Es hat alles funktioniert, aber dann... Was dann? Ich Idiot. Ich hab sie gesteckt. Dass du deine Eifersucht nur gespielt hast. Ja. Und dann hat's gekracht. Als Patrick damals gestorben ist, warst du zwar immer da, aber du hast überhaupt nicht gespürt, was ich wirklich gebraucht habe. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nicht gefragt? Anne, ich habe sicher damals sehr viele Fehler gemacht. Das tut mir leid. Ich wünschte, wir hätten früher schon mal geredet. Ich auch. Ah, das ist ein schönes Bild. Findest du? Ja. Es ist gut, dass du gekommen bist. Thank you.